Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cat Quest. Beim letzten Mal haben wir mit den merkwürdigen Ritualen eines Bauern hier unten rumgespielt und wie wir gesehen haben, hat er noch weitere Quests für uns, also schauen wir nochmal. Freiheit auf alle Fälle. 1000 Erfahrungspunkte Belohnung. Und auch tatsächlich für unser Level gedacht. Der Magier ist wieder auf mich zugekommen. Beeil dich, meine Mutter wartet. Ja. Ich bin mir sicher, dass deine Mutter wartet. Das ist das letzte Mal, versprochen. Ihr müsst den Ort räumen, den ich markiert habe. Hey, sind drückst du dich diesmal klar aus. Auf alle Fälle frei. Jo. Nebenqueste. Dann schauen wir doch mal, was wir denn freiräumen müssen. Anscheinend hier oben irgendwo eine Höhle. Ja, da. Da oben haben wir die Höhle, die wir freiräumen sollen. Dann schauen wir da doch mal rein. Sieht so aus, als ob das der Platz sei. Bereit, Katzkollege? Okay, plötzlich Fuchsfeuer. Es hat mit der Queste nichts zu tun, aber ist einfach da. Fledermaushöhle, Monster besiegen. Hier waren wir schon auf Level 5 mal drin. Mit schlechterer Ausrüstung. Sollte also eigentlich nicht allzu kompliziert werden. Solange wir uns nicht blöde anstellen. Zack, erfolgreich erledigt. Die zwei Erfahrungspunkte nehmen wir auch noch mit. So, einmal brav alles hier verprügeln, Level 11 erreichen, noch mehr Zauber in den Zerg spammen. Wunderbar, geräumt. Wie ein Fischstäbchen. Was ist los? Wir müssen jetzt hier raus. Das ist ja gut. Ich habe sowieso immer noch keinen Schlüssel für die Dings da vorne. Also räumen wir mal hier raus. Blub. Ein unterbrochener Kreis? Und warte. Wohin führt dieser Pfad? Eine gute Frage. Lass es uns herausfinden. Zum letzten zerbrochenen Kreis. Da ist dieser Kreis wieder. Der wird vom Fundi zum ersten Kreis führen, den wir gebrochen haben. Ach, welche Überraschung. Und der führt jetzt in einem großen Dreieck wieder zu der Höhle zurück? Ja. Und genau in der Mitte sitzt der Bauer mit seinem Helm. Na, warte mal eine Minute. Das ist der Helm von früher. Er ist weggegangen. Etwas passiert gerade. Okay. Auch dieser Kreis ist gebrochen. Ich bin frei. Okay. Hi. Warte, das ist... Er ist weg. Wir müssen den grummelnden Bauern finden. Jetzt. Ja, okay. Hey Bauer, wie geht's? Bauer, erklär uns das. Wir haben den Zauber gebrochen, doch etwas Mächtiges ist entkommen. Hä? Erkenne ich dich? Du hast einen Zauber gebrochen? Ja, du hast uns gesagt, dass wir das tun sollen. Oh, ich hatte in letzter Zeit ein paar Gedächtnisaussetzer. Ich hörte immer zu diese grollende Stimme in meinem Kopf. Ja, meinst du gerade, wir hätten die ganze Zeit über nicht mit dir gesprochen? Ja. Relativ offensichtlich, ne? Bei meinen Schnurrhaaren. Was habe ich getan? Wenn es wieder zu mir spricht, hänge ich da eine Benachrichtigung aus. Quest abgeschlossen. Plus 1000 Erfahrungspunkte. Das hat uns fast auf Level 12 gebracht. Hey, und noch mehr Aufgaben. Der leise Schnurrer. Quest Level 15. Nehmen wir natürlich trotzdem an. Wir sind ja so wagemutig. Ich glaube, ich weiß, was freigesetzt wurde und wo es ist. Okay. Dann speichern wir mal vorher. Schließlich ist das ein Level 15 Quest. Mit einem großen Totenkopf dran. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Er hat mit mir gesprochen und mir einen Namen genannt. Er sagte Drakoth. Er war also bei den Pussy-Ebenen auf euch. Was ein Name. Los, Katzkollege, bringen wir es zu Ende. Der leise Schnurrer. Okay. Wie viel Geld haben wir? 584. Damit können wir doch sicherlich unseren Feuerzauber mal upgraden. Der kostet, glaube ich, 200, ne? Ja. Gold macht alles stärker. Können wir mal die Abwehr unserer Feinde noch
besser schwächen und vor allem einen besseren Dot drauflegen. Ich will allerdings mal ein bisschen was von dem Gold noch behalten. Ich hätte natürlich jetzt noch einen weiteren Zauber upgraden können. Ich hätte sogar Feuer nochmal upgraden können. Aber ich will ein bisschen was von meinem Geld behalten, um den nächsten Zauber kaufen zu können, sobald wir ihn einfinden. Da ist es! Dieser Geist! Irgendwie scheint es ja mir eher ein Drache zu sein. Es ist offensichtlich ein Drache, sieht man doch. Wirst du derjenige sein, der mein Leiden beendet? Wovon sprichst? Okay. So, und deshalb wollen wir auch da natürlich die Verteidigung vorher geschwächt haben. Wenn wir so sehen, was er so an Schaden sonst nimmt. Au. Okay, also dass die Fuchsfeuer jetzt plötzlich noch meinen in den Kampf mit reinkommt, ist ein bisschen unfair, ne? Autsch. Und da sind wir tatsächlich mal verreckt. Spielende. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das mal passiert. Ja, und genau deshalb haben wir am Anfang der Quest einmal kurz gespeichert. Ja, das heißt auch, dass unser Zauber jetzt... Ne, der ist tatsächlich immer noch Level 3. Wunderbar. In dem Fall können wir einfach zu unserem Bosskampf hochrollen und das Ganze vielleicht uns jetzt einfach etwas sicherer machen, indem wir vorher die Fuchsfeuer erledigen. So, ihr stört mich diesmal nicht mitten im Kampf. Ja, das ist der Geist. Und überhaupt, und wovon sprichst du? Au. 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 Wow. Die Attacken kamen alle etwas schneller, als ich erwartet hatte. Wups. Ja, ja. Bringen wir es zu Ende, ich weiß. Versuchen wir das nochmal. Glücklicherweise gibt es keine großartige Bestrafung dafür, drauf zu gehen, außer dass halt vom letzten Speicherpunkt aus weitergeht. Aber das ist ja noch ertragbar, würde ich behaupten. Ja. Ist ganz böse in seinen Feuerzauber reinzulaufen, weil er uns damit unsere Verteidigung schwächt. Das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Autsch. So, wunderbar. Diesmal hat es besser funktioniert. Er ist dort. Ja, aber erstmal gib mir mal die ganzen Erfahrungspunkte. Okay. Drakov hält mich hier gefangen. Ich war zu schwach, um von Nutzen zu sein. Vielen Dank. Jetzt kann ich Frieden ruhen. Ja, dann ruh du mal in Frieden. Und wir haben einen Schädelhelm erhalten für 5 Rüstung und 10 Magie. Mhm. Ein Drakov, hä? Hey Leute, ich bin hier. Ich schätze mal, das ist der Bauer. Ich drücke jedes Mal Start, um in dieses Menü zu kommen. So, das ist buchstäblich einfach nur eine bessere Version von dem, was wir bereits haben. Ich habe mir so große Sorgen gemacht. Ich bin vollkommen glücklich, dass alles in Ordnung gekommen ist. Es war ein gefangener Drachengeist. Weißt du, du hast eine Schwäche für Drachen. Ein Drachenschnurrflüsterer. Schnurrtastisch. Klar, das ist okay. Die Punts sind nicht besonders clever. Ja, besser nicht. Hier ist etwas Gold für die ganze Aufregung. Ja, so will ich das sehen. Zack, Gold, Erfahrungspunkte, Level 12. Und dann schauen wir mal hier oben in das Dorf rein und gehen mal hier in diesen Magierturm. Was haben wir denn hier schön? Geheimnisvoller Tempel, Magie. Für 50. Na, berühre dich selbst mit seiner heilenden Tatze und deine Wunden verschwinden auf magische Weise. Wissen heilende Tatzen gegen 50 Gold? Ja. Selbst heilen können klingt nach was Sinnvollem. Behaupte ich jetzt einfach mal. Heilende Tatze, Level 1. Geht etwas Leben zurück. Plus 15 LP. Packen wir mal da drauf. Und genau deshalb wollte ich Gold haben. Gold macht alles stärker. Plop, um dann eben den Zauber auch direkt upgraden zu können. Heilende Tatze, Stufe 2. Oh, kostet nächstes Mal 6,50. Teuer und so. Aber dafür können wir uns jetzt selber heilen. Und dann würde ich sagen, verschwinden wir erstmal wieder runter Richtung Katzpital. Um danach mehr Sidequests zu suchen, um den König zu heilen. Darum ging es ja hier. Die Geister, Level 12. Passt doch perfekt. Ja, wir haben einen Weg gefunden, um den Fluch vom König aufzuheben.
Okay, Magier, dann fang mal an zu erklären. Das klingt nach was Sinnvollem. Habt ihr Magierkätzchen schon eine Lösung gefunden? Ja, der Fluch besteht durch eine Geisterkugel. Wenn wir also diese Kugeln zerstören, dann verliert der Fluch seine Macht. Klingt nach einem guten Plan. Wir kümmern uns drum. Natürlich kümmern wir uns drum. Die Weißbrote. Geister. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wo wir diese Kugeln denn haben. Oh, hier haben wir erstmal noch normale Feinde im Wald, die mir auf den Keks gehen. Und vor allem 15 Erfahrungspunkte pro Kugel droppen. Das heißt, sie sind so tatsächlich wert zu erledigen. Und schauen wir mal. Oh, die Kugeln sind ja ganz schön weit nördlich. Na, wir sollten in der Nähe der ersten Kugel sein. Hm, ich mag diese Magiekreise nicht. Oh, erscheint die Kugel etwa? Nicht so richtig, ne? Warum ist sie auf einem Monster drauf? Das ist eine hervorragende Frage. Und warum kann der einfach so Spikes spawnen, gegen die ich nichts tun kann? So, die Kugel zerbricht und verschwindet. Sehr schön. Oh, der hat ordentliche Erfahrungspunkte gebracht, der eine Feind. So, er ist sofort kaputt gemacht. Ja, eine weitere Kugel ist übrig. Nur eine weitere? Okay. Ich wollte nicht die Quest abbrechen, ich wollte ja nicht pennen. Danke, sehr schön. So, ich könnte in die Höhle da gehen, aber ich möchte gerade erstmal den Sidequest machen, in dem ich gerade arbeite. Ah, Zwillingsstadt. Okay, ich würde sagen, warum ist jetzt Teufel noch eine weitere Stadt direkt gegenüber? Aber es ist die Zwillingsstadt, das macht Sinn. So, anscheinend ist die Kugel in der Fellhöhle. Nee, diese Kugel ist in der Höhle. Ja, zu, um die Kugeln zu zerbrechen, müssen wir alles im Inneren räumen. Das macht Sinn. Oder auch nicht. Okay, hier haben wir erstmal ein paar Fäuste, die sich nicht bewegen können. Oh, da habe ich ein bisschen zu viel eingesteckt, würde ich behaupten. Ach, die Faust hat sich selbst erledigt. So, und ich würde sagen, den können wir wahrscheinlich so erledigen, konnten wir aber noch nicht. Ich sollte mich mal eben selber heilen. Heißt für den Moment keine Magie für mich, weil es halt ordentlich an Magie kostet, die Heilung. Aber ich meine, Heilung ist trotzdem wert, ne? Sich heilen zu können, ist immer nützlich, würde ich behaupten. Jetzt brauche ich nur noch einen Zauber, der sich nach oben und unten irgendwie Reichweite hat. Das hätte irgendwie was. Anstatt einfach nur nach rechts und links zu haben. Und eben im Kreis um uns rum. Sondern irgendwie Long Range nach oben und unten wäre gerade irgendwie total nützlich. Glücklicherweise sind die Fuchsfeuer nicht besonders schwer auszuweichen. Von daher komme ich immer noch ganz gut klar. Und zack, wunderbar. Und dann haben wir jetzt noch den Kollegen hier vorne. Oh, der ist sauber daneben gegangen mit Zauber. Ah, wenn man auf den Spikes steht, kann man den nicht mal angreifen. Wie nervig. Man kann auch nicht ausweichen. Wie doppelt nervig. Er fühlt sich, wie eine Kugel zerbricht und verschwindet. Gut. Wir haben sie zerstört, aber das scheint nicht zu stimmen. Lass uns nach draußen gehen und schauen, ob sie etwas verändert hat. Ja, aber erstmal werde ich die Truhe hier öffnen. Was haben wir hier drin Schönes? Ein Upgrade zu unserer Knappenrüstung? Nee, eine Knappenrüstung. Das Ding... Jedes Mal. Das Ding sah so aus, wie das wir schon hatten. Hatten wir allerdings noch nicht. Da die Knappenrüstung. Gibt uns minimal weniger Angriff, dafür mehr Magie und mehr Rüstung. Nehmen wir. Wenn wir mehr Möglichkeiten bekommen, den Feind anzugreifen, dann dadurch, dass wir mehr Rüstung und mehr Magie haben, dann lohnt sich, dass wir etwas weniger Schaden dabei machen. So. Hey, Magier. Na, Oberster Magier, ist der Zauber nicht gebrochen? Ich denke, die letzte Geisterkugel befindet sich im Inneren des Königs. Was? Wir können den König doch nicht zerstören. Ich muss die Kugel herausziehen und verbannen. Sobald ich bereit bin, retten wir den König gemeinsam. Klingt nach einem Plan. Quest abgeschlossen und nochmal jede Menge Erfahrungspunkte gekriegt. Okay, hier haben wir noch ein weiteres KitKat. Jetzt sollten wir allerdings irgendwie schauen, dass wir
zurück zum Katzpital kommen. Oder wir finden hier erstmal die Epsilon-Ruinen auf Level 40, in die wir wahrscheinlich nicht reingehen sollten. Klingt zumindest nicht nach dem besten Plan. Auch die Monumente. Ach wohl, wir sind einmal da. Schauen wir uns ein paar Monumente an. Ein Monument? Ja. Die Drachenblüter waren der einzige Grund für den Sieg gegen die Drachen. Der Drachenkrieg war kurz darauf zu Ende. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Könnte es noch mehr davon geben? Eine gute Frage. Ein Monument. Die Drachen erwiesen sich als zu stark für die alten Meister. Doch als schon keine Hoffnung mehr bestand, tauchte die Drachenblüte auf. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Ja. Könnte sein. Die Delta-Ruinen, Level 25. Da könnte man vielleicht sogar rein. Ich bin allerdings doch etwas vorsichtig und tue das nicht. Dann zoomen wir mal raus. Okay. Wir müssen tatsächlich einmal komplett um den See hier nochmal rumrennen. Gibt anscheinend keine andere Möglichkeit. So ein langer Umweg. Hier kommen wir ein freier Erfahrungspunkt. Das sind 20 freie Erfahrungspunkte. Und da rennen noch mehr in Form eines Box. Zack, es war Nummer 75. Na komm, wir sind einmal hier. Ja, Level 15, das passt auch. Zwillingshöhle. Eisdrachen. Zumindest denke ich jetzt einfach mal, dass es Eisdrachen sind. Das sieht mir schwer nach Eisdrachen aus. Und die haben einen Zauber, der nach oben und unten geht. Will ich auch haben. Klingt sinnvoll. Und hilfreich und so. Okay, wunderbar. Kiste Nummer 1. Ich hoffe mal, es gibt hier keine Mimics. Haben wir hier eine fällige Panzerkeule. Okay. Wenn man diese Waffe mit sich schwingt, hat man automatisch mehr Rüstung. Denn das macht Sinn. Ja. Nur halt aktuell definitiv nicht das Beste, was wir haben könnten. Von daher lassen wir das mal. Na, da bin ich auch voll in die Attacke reingelaufen. Ach, du blöder Bock, gehst mal drauf. Danke. Dann können wir auch diese Schatztruhe hier noch öffnen. Und finden hier drin noch ein neues Schwert. Kettenklinge. Ich weiß jetzt nicht, wo großartig der Unterschied zwischen dieser Kettenklinge und der komischen Panzerkeule sein soll. Die scheinen für mich irgendwie dasselbe zu tun. Ne, Angriff und Rüstung geben für eine Nahkampfwaffe. Sehe ich jetzt keinen großartigen Unterschied drin, außer dass es eine Keule und das andere ein Schwert ist. Dann haben wir es ja auch geräumt. Hier vorne gibt es auch irgendwie nicht die Möglichkeit, noch irgendwo lang zu laufen. Okay. Scheinen auch alle Schatztruhen gewesen zu sein. Oh, ich habe ein Monument gefunden. Ob es noch mehr davon gibt? Ist eine gute Frage, ne? Schauen wir mal. Was steht denn hier Schönes drauf? Ein Monument! Ja. Die alten Meister und die Drachen kämpften viele Jahre lang. Bald wurde dies der Drachenkrieg genannt. Der Krieg gegen die Drachen ist der Drachenkrieg. Das macht Sinn. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Habe ich da gerade freie EP gesehen? Ich habe da freie EP gesehen. Sehr schön. Ich mag es, kostenlose XP zu bekommen. Ich würde sagen, die Fuchsfeuer kommen mir bekannt vor. Das waren die Vollidioten, die mir in dem Bosskampf im Weg standen. Wie viel Gold habe ich? 570. Da fehlen noch zu viele für ein Heil-Upgrade. Schade aber auch. Dann gucken wir doch einfach mal, was wir hier so als nächstes haben. Level 20, der König der Löwen. Die Zeit ist gekommen, König Löwenardo zu retten. Ja. Aber da speichern wir definitiv vorher erstmal und würde vor allem sagen, bevor wir uns tatsächlich an das Ende dieser großartigen Questreihe machen und König Löwenardo retten, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann ja, der Held dieses Landes werden, wenn wir den König vor einem bösen Fluch retten werden. Bis dahin. Aloha.